Willkommen zurück zum Super Mario Maker, heute mit dem Level Into the Enemy Territory von B-Man. Haben wir von dem nicht eben, also im letzten Part, schon irgendwas gespielt? Der Name kommt mir so bekannt vor. Ja, haben wir, glaube ich. Scheint ein relativ beliebter Konstrukteur zu sein. Ja, das sieht cool aus, zumindest auf den ersten Blick. Wir gucken mal, Super Mario World läuft, bestes Spiel der Welt. So, da ist eine Plattform, da will ich hin. Luck. Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht so wirklich verstanden, warum das eingekracht ist, aber... Okay, es gibt ja auch diese Level, wo man sich nicht nach links bewegen darf. Vielleicht ist das auch so eins. Keine Ahnung. Ja, ich habe eben offscreen so ein bisschen erzählt, was ich eigentlich jetzt erzählen wollte. Ich habe mich so ein bisschen über diese... Okay, ich verstehe das Level nicht, aber ich werde es wohl irgendwie schaffen. Über so, ja, so Klischee-YouTuber in Anführungszeichen lustig gemacht. Die dann von wegen heißen, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, ich gucke mal offscreen. Und dann, ja, gucken die bei Google, wie es weitergeht. Ja, ich habe eben rausgefunden. Ja, das weiß ich nicht, das finde ich immer so ein bisschen Fremdschämen. Ich finde eigentlich Spiele und sowas, wenn das jemand spielt, interessanter, wenn der das nicht perfekt spielt. Es gab ja auch zu Detroit Become Human jede Menge Let's Plays, wovon ich mir eigentlich noch eins angucken will, um mal zu gucken, wie die anderen das so durchspielen. Ich hatte aus meiner Sicht ein relativ okayes Ende. Also ich will jetzt nicht zu sehr auf das Spiel eingehen und auch nicht spoilern, aber ja, mein Ende war okay. Und es gab halt auch Leute, so wie ich das mitgekriegt habe im Internet, die das wirklich, ja, so wirklich immer perfekt spielen wollen. Und dann haben sie immer wieder eine Szene zurückgesetzt, wenn die Entscheidung falsch war. Da denke ich mir so, warum? Das ist doch viel interessanter, wenn man sein eigenes persönliches Ende hat, aufgrund seiner Entscheidungen. Weil ich mag so Spiele, wo man Entscheidungsfreiheit hat, unglaublich gerne. Und ja, wenn man dann immer so alles perfekt spielen will. Ich fand das Level übrigens ganz cool, wir geben dir mal einen Stern. Dann Balloon Flight. Das sieht interessant aus. Ich wurde jetzt hier gerade geklickbaitet. Wie das so schön heißt. Balloon Trip Butte. Ja, ja, nichts geht mehr ohne Clickbait. Nee, aber ich finde, wenn man so alles so immer so perfekt macht und... Klar, es gibt Leute, die sich auch nur sowas auf YouTube angucken, ne? Die wollen dann, ach, ich will Detroit Become Human nicht kaufen, aber ich will es ja schon sehen, aber ich will das gute Ende sehen. Kann ich auch gewisserweise verstehen, aber... Ich finde das irgendwie, naja... Gut, wie setzt man die Physik von Balloon Fight oben? Ganz einfach, man baut ein Mario-Wasser-Level. Ist okay, finde ich jetzt bisher relativ gut. Also es traut sich ja auch niemand dem Mario Maker, wirklich einen Wasser-Level zu bauen. Vor allen Dingen Wasser-Scrolling, so wie hier. Das ist aber auch schwer, ein gutes Wasser-Scrolling-Level zu bauen, muss man dazu sagen. Und dafür finde ich dieses Level bisher tatsächlich echt gut. Wobei ich nicht weiß, wie ich diese Szene hier schaffen soll. Aber doch. Ein bisschen überladen sah es da vorne aus. Kann man hier irgendwie gucken, wie viel Prozent das hat? Nee. Ich würde fast sagen, das spielen wir erstmal ganz normal weiter. Aber ja, wie ist das denn bei euch? Könnt ihr auch gerne später unter das YouTube-Video schreiben, ob ihr auch so lieber Let's Plays guckt, die wirklich perfekt sind. Wobei, da meine ich jetzt nicht so Sachen wie Mario 100% zu, das ist für mich jetzt... Ja, das ist okay, weil wenn man so ein Jump and Run spielt, das sollte man eigentlich, wenn man das auf YouTube noch hochlädt, zu 100% spielen. Weil ansonsten wird es zu viele andere Let's Plays geben, aber ich meine jetzt so von den Story-Let's Plays, die, ja, verschiedene Enden haben und sowas. Boah, die Stelle hier ist echt ein bisschen eklig. Ach ja, der Mario Maker. Ich merke gerade, es macht mir echt wieder Bock, den Mario Maker zu spielen. Wenn man mal ein bisschen Abstand zu dem Spiel hat. Und das nicht jede Woche spielt. Dann macht's schon Spaß. Aber dieses Level ist schon wirklich echt herausfordernd. Aber es macht auch Bock. Sieht man die ID eigentlich? Weiß ich gar nicht. Sonst blende ich sie am Ende mal ein. Wenn ich es nicht vergesse. Was leider wahrscheinlich ist. Ach
ja, der gute alte Super Mario Maker. Ich hoffe nur, dass dieses Level hier nicht zu lang ist oder, falls es lang ist, dass es zwischendurch mal einen Checkpoint gibt. Weil sowas macht dann leider solche Level immer so ein bisschen kaputt, finde ich. So, hier bin ich, glaube ich, eben oben lang geschwommen, oder? Problem ist das Scrolling-Element in dem Level hier. Aber gibt es für Balloon Fight nicht auch Figuren für den Mario Maker? Ich frage mich gerade. Ah gut, da muss ich oben lang. Ich frage mich gerade, warum der Ersteller hier keine Balloon Fight Amiibo benutzt hat oder so. Aber ich bin mir auch gerade nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, ob es für Balloon Fight denn überhaupt ein Amiibo gibt. Hm. Vermutlich nicht. Aber gut, andererseits hätte er hier ein Amiibo eingebaut. Dürfte man natürlich einen Treffer bekommen und ja. Wir alle kennen die Super Mario Maker Community. Das wäre dann viel zu einfach. Wäre dann über 2%. Das wollen wir nicht sehen. Eieiei. Okay, hier durch. Oh mein Gott. Auch gerade mal ein bisschen konzentrieren. Ich glaube, das kann man mir durchaus zugestehen. Oh Gott. Boah, wie soll man das denn hier schaffen? Oh. Es geht weiter, oder? Also hier wäre vielleicht ein Checkpoint echt mal angebracht gewesen. Oder vielleicht kommt noch das Ziel, ich weiß es nicht. Ah, okay. Ja, wirklich, sehr cooles Level, hat mir echt gefallen. Das war schön, das war schön. So muss es sein. Ja, cool. Also so Unterwasserlevel, die gut sind, sind ja im Mario Maker wirklich rar gesät. Häufig werden da einfach diese, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Blooper gespammt. Und Sterne und Stacheln. Von daher, das war schon echt eins der besseren Level. Ich würde gerne die ID einblenden, aber ich weiß gerade echt nicht, wo die hier einblendbar ist. Aber ich müsste ja gleich auf dem Level eigentlich drauf landen, oder? Nee. Ja, okay. Aber im Ladebildschirm hättet ihr sie eigentlich sehen müssen, die ID. Gut, dann würde ich fast mal sagen, wir gucken nochmal, was wir hier noch vom guten David haben. Spielen wir das auch nochmal. 02C2 4 mal die 0 0321 BD3A. Zack. Ach ja, das letzte Level vom David war jetzt nicht so schön, weil man meiner Meinung nach irgendwie nicht kapiert hat, oder ich habe zumindest nicht kapiert, was ich da machen sollte. Hoffen wir mal, dass das hier wieder ein bisschen besser ist. Okay, es ist Scrolling. Igitt. Ich hätte gern einen Pilz. Ich kriege keinen Pilz. Okay, ist okay. Lieber David, das ist absolut in Ordnung. Ja. Random Faktor in Leveln bin ich kein großer Fan von, aber in diesem Fall haben wir mit den Feuerbällen Glück oder auch nicht. Okay, das war gemein. Das war definitiv gemein. Also wird mir hier bestimmt... Ah doch, er gibt mir doch einen Pilz. Bin ich da nicht eben dran gesprungen? War mir eigentlich relativ sicher, dass ich da dran gesprungen war, aber okay. Man kann sich ja auch mal irren. Okay, das Ding bewegt sich. So, da kann ich ja mit einem Mal eigentlich rüber. Ich muss nur ein gutes Timing haben. Aber dadurch, dass ich jetzt springen muss, verliere ich natürlich meinen großen Mario. Aber das ist okay. Solange er hier wieder einen Pilz für mich hat. Genau. Perfekt. Das Level hier finde ich übrigens sehr cool. Mit dem Feuer, das so ein bisschen
die Blöcke zerstört und Panik verbreitet. Da gab es so ein richtig geiles Level in dem Mario Bros. U-Spiel. Oder war das... Ach, wieder die Stacheln. Oder war das in dem New Super Luigi U? Ich glaube in beiden Spielen, nur das New Super Luigi U Level war natürlich damit ein bisschen schwerer, aber... Nee, sowas finde ich ganz gut. Wenn es denn auch schaffbar ist oder später ein Checkpoint kommt, wäre ich relativ zufrieden. Schauen wir mal. Okay, das war jetzt riskant, aber es hat funktioniert. Oh mein Gott. Aber ich lebe noch. Das ist Positive, was wir hier definitiv mitnehmen können. So, hier war ja ein Pilz drin. Bin echt mal gespannt, wie lange das noch geht. Boah, die Stelle hier schwer, ohne getroffen zu werden. Wobei diesmal... Nein, oder? Okay. Das Eis hat es jetzt nicht unbedingt einfacher gemacht, da durchzukommen. Eieiei. So, und rüber. Ja. Aber ich feiere immer noch das letzte Level. Das war mega gut. Das fand ich echt schön. Ich hätte mir eigentlich merken müssen, wie der Typ heißt und noch mehr von dem spielen sollen, aber... Das kann ich im Nachhinein immer noch machen. So, diesmal kommen wir hier sogar ohne Treffer durch. Eventuell kriegen wir ja gleich von dem Levelersteller dort unten, wo der Pilz ist, sogar eine Feuerblume oder sowas. Ja, okay, ziemlich gut. Oh, ich wollte gerade sagen, wir verlieren sie direkt wieder, aber... Habe ich nochmal Glück gehabt. Ich muss fast schon springen. Oh Gott. Naja, ich bin doch groß. Ich kann auch einmal getroffen werden. Höchstwahrscheinlich hier gleich auch schon direkt. Ja, ich wusste es. Oh, da ist eine Bombe, ne? Die Bombe wird nicht getroffen. Sehr gut. Würde gerne einen Checkpoint haben wollen. Liebes Spiel. Oh nein! Bin ich da in die Bombe reingerutscht? Hallo? Würdest du mir bitte den Pilz da geben? Ah doch, das Level finde ich auch... Das macht mir Spaß, doch. Es ist so genau der richtige Schwierigkeitsgrad. Es ist nicht unfassbar eklig schwer. Es ist schon herausfordernd. So ein bisschen... Auch wenn ich jetzt nicht so der riesige Fan von Scrolling-Leveln bin. Wahrscheinlich niemand, aber ja. Das schlimmste Scrolling-Level ist ja das eine in Super Mario World, in der ersten Welt, in dieser... Ah, scheiße. Habe ich mich einmal gekratzt, jetzt bin ich gleich wieder klein geworden. Wer Super Mario World kennt, kennt das Level, das ist direkt in der ersten Welt, unterirdisch. So ein ganz langsames Scrolling-Level. Und das Schlimme ist, da gibt es auch noch einen Geheimausgang. Das heißt, wenn man das zu 100% spielen will, muss man es sogar zweimal spielen. Es gibt später auch noch so ein anderes Scrolling-Level, das auch relativ eklig ist, wo man immer... Wie erkläre ich das? Ja, wer Super Mario World kennt, wird das Level kennen. Wo immer so Erdplatten nach oben und unten gehen und man immer an der richtigen Stelle sein muss, sonst wird man zerquetscht. Also es ist auch nicht immer jedes Level von den Nintendo-Machern. Wirklich. Wow, Hilfe. Wirklich. Wirklich gut. Also. Die haben da auch mal Aussetzer. Oh nein, er hat Super Mario World kritisiert. Gordon, Super Mario Maker. Hi, ich grüße dich. Schön, dass du im Katzenkorb bist, auch wenn ich jetzt kein Bild habe, aber das ist egal. Willkommen im Katzenkorb. Setz dich hin, mach's dir gemütlich. Viel Spaß. Eklige Stelle incoming. Ah, oh Gott.
Ah. Da hatte ich jetzt aber gerade echt mal Pech. Aber ich bin ja selber schuld, Gordon, dass ich das Bild nicht habe. Von daher, das war jetzt nicht wirklich ernsthaft gemeint. Alles gut. Muss man ja immer dazu sagen. Hilfe. Aber doch, so nach 3 Monaten Pause mal wieder Mario Maker ist tatsächlich ganz cool. Parrot Dash, hi, ich grüße dich. Na, alles fit bei dir? Oder ist sogar ein Checkpoint? Das bedeutet, dieser YouTube-Part wird höchstwahrscheinlich sogar Überlänge haben. Aber das ist okay. Das Level ist ja relativ gut, von daher. Ist das absolut okay? Okay, ein ekliger Bosskampf, oder was ist das? Was muss ich hier machen? Ach so, ich muss den 36... Ich glaube, 36 Mal ist das immer mit der Feuerblume dann. Das könnte jetzt allerdings ein bisschen dauern, weil das hier echt ein wenig eklig ist, würde ich fast behaupten. Ach, Igitt. Igitt. Ach, Mann. Aber kreativ. Also, das kann man definitiv sagen. Ob man es gut findet oder nicht gut. Ach, Lecco Mio. Könnte ich bitte wieder eine Feuerblume haben? Sonst habe ich gleich ein kleines Problem. Hallo? Feuerblume. Wo ist der Bowser hin? Da ist eine Feuerblume. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde sterben und nichts mehr erben. Jetzt ist er in der Luft, da kann ich ihn ja gar nicht treffen. Okay, das ist natürlich nicht so geil. Aber er ist irgendwie gestorben. Ich vermute, dass das Level dann vorbei ist, oder? Sonst hätte ich mir noch eine Feuerblume mitgenommen. Parrot Dash hat auch gleich ein Level geendet. Das können wir dann im nächsten Part direkt spielen. Sehr schön. Achso, ja, genau. Ich kann ein Level gerne spielen, Parrot Dash, aber bitte über 3%. So Hardcore-Level, da habe ich keine Lust drauf. Hey, Parrot Dash, maybe you have another level over 5% or something like this, like that. Ich habe bei mir noch über 3% eingestellt, aber ich habe ja im Chat geschrieben, bitte nicht über 5%. Naja, egal. Ja, das war ein wunderschönes Level. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.